aus dem schönen Wolfsburg. Mit seinen 13 Profikämpfen, 12 Siegen. Hier kommt zu uns Arthur Reis. Und der Daueraufgabe hat als Trainer in der blauen Ecke ist natürlich dabei Dirk Jemski. Ja, Arthur hat sich viel vorgenommen für die nächsten Wochen und Monate und ich glaube, nach dem Kampf letztes Jahr im Oktober weiß er jetzt, wo die Würfe hängen. 78,2, 78,2 Kilograms, 78,2 Kilogramm und wir wollen die Gegner, der ist nicht da, den sind wir dann sozusagen morgen, der wird nachgewogen bei Knapp im Hotel. Arthur Reis darf sich dann so hinstellen. Ich denke mal, Reis ist heiß auf den nächsten Kampf. Auf jeden Fall, wie immer. Ja, wie sieht's aus? Also, wie lief die Vorbereitung? Die Vorbereitung lief sehr gut und ich bin fit. Ja, großer Boxabend in Magdeburg wieder. Man spürt schon, ja, es gab eine Pressekonferenz am Mittwoch, jetzt Wiegen im großen Shopping Center. Ja, morgen geht's los. Genau, morgen geht's los. Ich freue mich, wieder in Magdeburg zu kämpfen. Also, ich bin hier auch schon sehr, sehr gut angekommen. Ich fühle mich wie zu Hause. Viele Magdeburger Fans kommen, die mir geschrieben haben. Viele Wolfsburger sind auch wieder dabei. Gifhorner, Braunschweiger. Ich freue mich. Du hast ja schon letztes Jahr in Magdeburg um Wern geboxt. Ja, wie spürst du, wie steigert sich deine Magdeburg-Fan-Community? Also die Fan-Community steigert sich auf jeden Fall. Und ich bin ja auch schon lange in Magdeburg. Man lernt den einen oder anderen hier kennen. Und wie gesagt, man wächst. Ja, Boxen in Magdeburg, wie hat sich das Ganze jetzt entwickelt in den letzten Jahren? Also sehr gut, hat sich sehr gut entwickelt, weil Magdeburg ist halt eine Hauptstadt im Boxen, sage ich mal. Also es kommt hier sehr, sehr gut an und das merkt man auch in den vollen Hallen. Ja, du hast jetzt gesagt, du hast jetzt leider eine Pause gehabt und jetzt kannst du wieder voll angreifen. Genau, ich hatte leider eine kleine Pause, weil ich einen Bizeps-Sehnenriss hatte. Der ist aber ganz gut verheilt und jetzt bin ich wieder auf Hochtouren. Bin heiß, wie schon gesagt. Und hoffe, bald wieder um den Titel zu kämpfen. Was kennst du um den Gegner? Ich kämpfe jetzt gegen einen Ukrainer, der in Tschechien lebt, den Gini Matenko. Starker Mann, hat auch schon mit Bivol im Ring gestanden. Also darf man nicht unterschätzen und gebe mein Bestes. Ja, dein boxerisches Stil, wird das ein bisschen wandeln mit der Zeit? Wie siehst du das? Ja, also boxerisch verändern ich mich immer wieder, weil ich habe einen guten Trainer, Dirk Jemski, der stellt mich auf jeden Gegner individuell ein und da verbessern wir natürlich die Stile vom Nahkampf und von der Distanz. Es wird immer individuell angepasst. Jetzt nach dieser Pause, welche Pläne hast du jetzt für die Zukunft? Ja, wie gesagt, heute erstmal einen Kampf machen, also morgen gewinnen, siegen und dann hoffe ich, wie gesagt, auf den nächsten Titelkampf, international, vielleicht Europa oder Interconti-Titel, das wäre ein guter Einstieg. Gibt es einen Wunschgegner in deiner Gewichtsklasse? Ich kämpfe gegen jeden. Aber ich meine, in der Stadt, welche, in Magdeburg, Wolfsburg? Aktuell. Ich bin bereit für alles offen. Was kommt, das kommt. Okay, aber jetzt morgen, ja, sehr schön Ambiente, denke ich mal wieder. Ja. Und Magdeburg kennt man, das ist eine Boxstadt. Genau, auf jeden Fall. Wie gesagt, Boxstadt, Ambiente, kann ich nicht zu sagen, ist eine neue Halle. Die Wolfgang-Lackemacher-Halle, die ist neu erbaut worden und da wird auch zum ersten Mal drin geboxt. Ich bin auf jeden Fall gespannt.